Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar alias die Pferdekokette und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Review hier auf meinem Kanal. Heute geht es um die Symphonic Metal Band The Dark Side of the Moon mit ihrem Debütalbum Metamorphosis, was jetzt seit 12.05.23 bereits auf dem Markt ist. Das Ganze unter Napalm Records erschienen und der eine oder andere kennt die Band vielleicht noch nicht. Ich glaube, wir haben 2 oder 3 Videos gemacht. Die haben generell einige Videos gemacht. Ich glaube, sogar 4 oder sowas. Die Band. Die Band besteht einmal aus Melissa Bonny, die kennt man unter anderem, die hat in sehr vielen Bands mitgespielt, mitgesungen bei Evermore, sehe gerade Rage of Light, Ad Infinitum und dann noch ein paar Gastauftritte bei War Kings und zum Beispiel auch Feuerschwanz. Bei Feuerschwanz zum Beispiel, da kommt auch der Hans her, der die Leadgitarre macht, der spielt bei Feuerschwanz, hat auch bei anderen Bands noch mitgewirkt. Dann haben wir noch den Martin Love Sorensen, ich hoffe, ich spreche hier richtig aus. Der war mal, der ist Drummer bei MMN Mercenary, war da mitgespielt. Und dann haben wir noch Jenny Deal, die eine Mieze ist, eine Tänzerin bei Feuerschwanz und sie bedient bei The Dark Side of the Moon die Harfe. Genau. Genau. Und wie gesagt, die haben jetzt ein Album rausgehauen und das Ganze beinhaltet 11 Tracks. Davon gibt es halt, davon sind manche auch filmorientiert, wie zum Beispiel Double Trouble Lumos, das ist das Ganze aus dem Harry Potter. Das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Dann hatten wir Jenny of Old Stones gemacht. Ich glaube, das war auch ihre erste Single-Auskopplung. Und May It Be müsste von Herr der Ringe sein. Da hat ja Charlotte Wessels mitgewirkt. Und dann haben wir noch einige andere Songs. Und was ich ganz klar sagen muss, wir haben hier wirklich ein sehr, sehr schönes Album. Ich habe das Album heute zum ersten Mal durchgehört, habe mich da komplett drauf eingelassen und habe einfach mal gelauscht und gehört und mir einfach mal ein Bild verschafft, wie das ganze Album so klingt. Ihr bekommt natürlich wie immer kleine Schnipsel von einigen Songs hier mit abgeliefert. Wahrscheinlich werden auch noch 1 oder 2 Videos als kurze Schnipsel mit einfließen, einfach damit wir hier auch das noch mit bedient haben, dann brauchen wir keine extra Reactions mehr dazu machen. Einfach verarbeiten wir das Ganze. Und ich finde wirklich, wir haben hier wirklich ein sehr, sehr schönes Modern Symphonic Metal Album. Ich finde, für Symphonic fehlt so ein bisschen mehr dieses große Orchestralische. Ich sehe nur gerade, dass es als Symphonic Metal bezeichnet wird. Ja, ich würde sagen, moderner Symphonic Metal. Ich finde, das ganze Album ist wirklich von vorn bis hinten sehr entspannt. Es gibt verschiedene Klangrichtung kann man das so nennen. Einerseits denkt man, okay, man ist beim modernen Power Metal. Dann hast du wie bei The Gates of Time wirklich einen richtig schönen tiefen Anfang, wo du echt denkst, die Melissa Bonny, die kann ja auch Growls. Das hat man ja bei Rage of Light zum Beispiel gesehen. Denkt man, okay, man steckt hier so mit ein. Ist überhaupt nicht der Fall. Generell ist das Ganze, ja, sie hat, die Melissa Bonny hat einfach eine Stimme, wo du echt denkst, so, wow. Strange things.
so talentiert, es ist so eine tolle Sängerin und das hat sie hier wirklich sehr, sehr gut wieder unter Beweis gestellt, wie schön und klar sie eigentlich singen kann. Sie muss nicht immer diese fetten Growls abliefern, die kann auch wirklich wunderbar clean singen. Dann hast du hier auch wirklich Solos von Hans, die wirklich hammergeil sind. Ja, er ist der Leadgitarrist bei Feuerschwanz, aber hier hast du wirklich nochmal so das i-Tüppchen. Ja, also ich finde einfach wirklich geil. Es kommt hier richtig geil zur Geige. Dann haben wir ja, glaube ich, noch in Misty Mountains. Das ist der dritte Track. Da spielt ja auch der Tom S. England mit. Das ist der einer der letzten, oder das letzte Gründungsmitglied von Evergrey, soweit ich weiß. Es macht wirklich unfassbar viel Spaß. Fabienne, Ernie, die ihr ja auch bei Feuerschwanz Buster von Asgard erleben durftet, spielt hier ebenfalls mit New Horizon. Ich glaube, das ist auch eins der neuesten Musikvideos. Da können wir jetzt einfach mal reinschalten. Absolut großartig. Wie gesagt, es ist einfach ein richtig schönes Album geworden. Ich habe es mir angehört und ich kann wirklich sagen, es ist durchgehend, ja, ich sag mal, schon verträumt, weil einfach, es klingt halt einfach so schön. Es klingt, ja, ich weiß, es klingt vielleicht dämlich, aber es klingt wirklich einfach schön, einfach entspannt. Man wird wirklich von vorn bis hinten mitgerissen. Die Harfe hört man an gewissen Stellen, ja, deutlicher. Wenn es jetzt wirklich durchgehend mit dabei ist, was ich gerade nicht weiß, dann geht das so ein bisschen unter, finde ich. Vielleicht kommt es aber beim mehrfachen Hören, hört man ja doch auf gewisse andere Sachen noch mit. Vielleicht kommt das einfach, wenn man es öfter hört. Aber ich persönlich finde, würde diese Dark Side of the Moon haben, würde ich ein schönes, entspanntes, modernes Symphonic Metal hier abgeliefert. Und ich glaube, die sind auch bei Feuerschwanz mit auf Tour als Vorband. Klar, bietet sich ja an, wenn ja die Jenny und der Hans ja sowieso mit dabei sind. Und die Melissa Bonny kann ja dann quasi bei Warriors of the World eh noch mit einsteigen. Wirklich toll. Kann ich wirklich nur empfehlen. Macht's wie ich. Ich gehe zum Beispiel spazieren, fahre Fahrrad oder lege mich einfach auf die Couch, Anlage an und einfach mal dieses Album wirklich durchhören. Einfach mal die Zeit genießen, die paar Minuten, die die Künstler wirklich da an Arbeit und Liebe reingesteckt haben. Und da werdet ihr sehr viel Spaß haben, glaube ich, wer natürlich auf so eine Art Musik steht. Für mich ganz klare Empfehlung, kann man sich auf jeden Fall anhören. Wie gesagt, seit 5.5. unter Napalm Records draußen. Hört gerne rein, ihr werdet nicht enttäuscht. Ich war es zumindest nicht. Und ich werde es mir auf jeden Fall nochmal anhören. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne ein kostenloses Abo dalassen. Daumen nach oben würde mir sehr viel helfen. Und wenn ihr noch Bock habt, lasst gerne noch einen Kommentar da. Würde mich sehr darüber freuen. Link zu Napalm Records und zu The Dark Side of the Moon findet ihr in der Videobeschreibung. Checkt es gerne aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.